Eure Geistlichkeit, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Musikantinnen und Musikanten, Margitenterinnen und Schützenkameraden, liebe Festgäste. Unser Land ist seit über 90 Jahren durch eine Staatsgrenze geteilt. Am Beispiel des Bustertales erkennt man, wie unsinnig und ungerecht diese Grenze ist. Eine Talschaft wurde geteilt. Eine über die Jahrhunderte gewachsene historische, kulturelle und politische Einheit zerrissen. Die Grenze mag inzwischen zwar durchlässiger geworden sein. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Südtirol von einem Staat verwaltet wird, der nicht der unsrige ist. Italien ist sicher ein beliebtes und schönes Urlaubsland. Mit einer vorzüglichen Küche, auch die Musik und die Mode mögen beliebt sein. Auch die historischen Kunstschätze sind beachtlich. Aber es ist auch ein Staat, in dem bekennende Faschisten in der Regierung sitzen, wo namhafte Politiker die Hand zum Faschistengruß erheben. Ein Staat, der in Südtirol faschistische Denkmäler mit Millionen saniert, zugleich aber antike Bauten in Rom den Verfall preisgibt. Ein Staat, der sich an faschistische Orts- und Flurnamen klammert, um in kolonialistischem Stil die Identität unserer Heimat Südtirol zu verfälschen. Ein Staat, an dessen Spitze ein Mann steht, der Mussolini als einen der größten Staatsmänner bezeichnet, der mehr damit beschäftigt ist, Gesetze zu seinem eigenen Schutz vor Strafverfolgung zu erlassen, anstatt zu regieren und sich um die drohende Staatspleite zu kümmern. Mit einem Wort, ein peinlicher Staat, und es ist eben nicht unser Staat. Und ich glaube nicht, liebe Osttirolerinnen und Osttiroler, dass ihr Teil eines solchen Staates sein möchtet. Nun, wir eben auch nicht. Die Südtiroler Schützen und ein stetig wachsender Teil der Bevölkerung fordert das Recht, selbst über die Staatszugehörigkeit und damit die Zukunft Südtirols bestimmen zu können. Für dieses Recht haben vor 50 Jahren rund um die legendäre Feuernacht 1961 auch die sogenannten Buschtaburen gekämpft. Erreicht wurde leider nur die Autonomie. Die Buschtaburen dürfen seit 50 Jahren ihre Heimat nicht mehr als freie Menschen betreten. Sie durften weder ihre Eltern zu Grabe tragen oder mit ihnen und ihren Geschwistern Geburtstage oder Hochzeitstage feiern. Drei der vier Buschtaburen sind heute unter uns. Siegfried Steger, Sepp Vorer und Heinrich Oberleiter. Der vierte, Heinrich Oberlechner, kehrte im Jahr 2006 als Toter in seine geliebte Heimat zurück. Er hat Zeit seines Lebens an Heimweh gelitten. Die Aufschrift an seinem Grab in der Pfarre Taufers lautet: Von der Heimat musste ich gehen, zu meiner Heimat Erde kehre ich zurück. Lieber Siegfried, Sepp und Heinrich, es freut mich, dass ihr die Gelegenheit nutzt, hier mit uns in Kartitsch zusammen zu sein. Im Namen der Südtiroler Schützen sage ich euch ein herzliches Vergelt's Gott für euren Einsatz für unser Land. Eure Liebe zur Heimat und die dafür gebrachten Opfer werden wir nicht vergessen. Sie sind uns Erde und Auftrag, unsere Kultur und Sprache, Tradition und Brauchtum und das Tiroler Wertesystem im südlichen Tirol zu schützen und zu verteidigen. Der Südtiroler Schützenbund hat in seinen Statuten die Tiroler Landeseinheit als klares Ziel definiert. Wir setzen uns mit allen uns zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln dafür ein. In welcher Form sie zu erreichen sein wird, wird die Zukunft zeigen. Liebe Margitenterinnen und Schützenkameraden, liebe Tirolerinnen und Tiroler, wir sind ein Volk. Marschieren wir gemeinsam der Tiroler Landeseinheit entgegen. Schützenheil! Als Nächsten bitte ich nun den Landeshauptmann des Gesamttiroler Schützenbundes, Herrn Bundesmajor Medjerov.